الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله. In vergangenen Predigten erwähnte ich bereits einige Vorteile und Nutzen des Imans. Der Mensch ist so veranlagt, wenn er die Eigenvorteile in einer Sache erkennt, dass er diese dann eben auch anstrebt und sich auf sie fixiert. Die größte Gnade, die die Glückseligkeit des Menschen realisieren kann und einen schändlichen Ausgang verhindern oder verringern kann, das ist der Iman. Daher wollen wir uns ab heute einer Reihe von Ansprachen widmen, in denen wir die Säulen und Stützen des Imans etwas detailreicher behandeln. Die Säulen und Stützen des Imans werden in dem bedeutenden Hadith von Jibril genannt, in dem Umar radiallahu ta'ala sagt, als wir eines Tages mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam da saßen, trat plötzlich ein Mann vor uns hin, der strahlend weiße Gewänder trug und pechschwarzes Haar hatte. Keine Spuren von einer Reise waren an ihm zu erkennen, noch kannte einer von uns diesen Mann. Der Mann setzte sich dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, lehnte seine Knie gegen die Knie des Propheten und legte seine Handfläche auf die Oberschenkel, auf seine Oberschenkel. Er sprach: O Muhammad, berichte mir vom Islam. Auch ihn sagte der Gesandte: Islam bedeutet, dass du bezeugst und bekennst, dass es keinen Anbetungswürdigen außer Allah gibt und dass ich sein Gesandter und Diener bin. Dass du das Pflichtgebet verrichtest, die Armengabe leistest, dass du im Ramadan fastest und zu dem Haus pilgerst, wenn du in der Lage bist. Der Mann sagte: Du hast recht gesprochen. Da wunderten wir uns über ihn, wie er den Propheten sallallahu alaihi wasallam erst fragt und ihm dann recht gibt. Der Mann sagte weiter: Muhammad, berichte mir vom Iman. Er sagte, dass du an Allah, an seine Engel glaubst, an seine Bücher und an seine Gesandten und an den jüngsten Tag. Außerdem, dass du an die Vorherbestimmung glaubst, das Gute davon und das Schlechte. Der Mann sprach wieder: Du hast recht gesprochen. Er sagte dann: Berichte mir über das Guttun, den Ihsan. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, dass du Allah dienst, als ob du ihn siehst. Denn wenn du ihn auch nicht siehst, so kann er dich wohl sehen. Das sind die Säulen des Imans in einer Kurzfassung bündig und grob dargestellt. Würde man diese Säulen aber in all ihren Details aufdecken und erwähnen, könnte man Bände schreiben. Und unsere Generation, in der wir leben, bedürft einer ausführlichen Aufklärung der Sachverhalte des Imans aufgrund der Fremdartigkeit, in der sich der Islam in seinen eigenen Reihen befindet, ganz abgesehen von anderen. In diesem Zustand drückte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Aussage aus: Der Islam begann fremd und er wird auch wieder fremd enden, genauso wie er begonnen hat. Daher frohe Botschaft den Fremdlingen. Fremd ist er, weil Gutes zum Schlechten wird und Schlechtes wird als Gutes gekrönt. Der Tawhid wird zur Bid'a und die Bid'a zum Tawhid. Vom Islam Bestätigtes wird negiert und von ihm Negiertes wird bestätigt. Maßstäbe haben sich gewendet und es gibt einen allgemeinen Rückschlag. Die gesunde Aqida und der unversehrte Iman, den findest du nur im Koran und der Sunna. Frisch, ungetrübt und nicht vermengt. Der Iman, so wie er im Koran dargelegt wird, spricht nicht nur die Gefühle und Emotionen an, sondern wendet sich auch an den Verstand und stillt sein Verlangen nach beruhigenden Beweisen. Er belebt das tote Herz, stillt die durstige Seele, denn er selbst ist die Seele und das Licht. Allah Ta'ala beschreibt die Offenbarung mit folgenden Worten. Er sagt: Und ebenso haben wir dir Ruh eingegeben, als Offenbarung. Ruh, Geist. Einen Geist eingegeben als Offenbarung. Du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist. Doch wir haben es zu einem Licht gemacht, mit dem wir recht leiten, wenn wir wollen, von unseren Dienern. Eine einwandfreie Aqida und ein funktionierender Iman sind für den Menschen lebensnotwendig wie Wasser und Luft. Ohne den Iman ist der Mensch bedeutungslos, wertlos und materieller Abfall einer blinden, ebenso blinden, ziellosen Materie nach seiner eigenen Aussage. Und auch die gesamte Menschheit muss ohne Iman keine Besonderheit mehr darstellen. Ich zitiere eine geistreiche Aussage von jemandem. Er sagt: Wenn man annimmt, dass wir Menschen ohnehin nur ein Abfallprodukt des seelenlosen Universums sind und dass alles letztendlich auf geistlosen biochemischen Prozessen basiert, dann wäre es für das Universum völlig egal,
ob überhaupt die Menschheit überlebt oder ausstirbt. Es wäre weder gut noch schlecht, sondern einfach gleichgültig und nur eine andere Form der Materie, wenn alle Menschen aussterben würden. Grundlegende und essentielle Fragen der Existenz, seiner Ursache, seiner Zweckursachen, seinen Ausgängen, all diese Fragen beantwortet nur der Urheber dieser Existenz. Weder die Philosophie noch die empirische Wissenschaft beantwortet das. Die Wissenschaft kann allerhöchstens beschreiben, was passiert. Sie beantwortet die Fragen nach dem Wie oder was passiert, aber nicht nach dem, sie beantwortet nicht die Fragen nach dem Warum. Sie kann nicht die letztendlichen Zwecke erfassen. Ein Beispiel, etwas primitives Beispiel, wenn ich etwas koche, dann können mir die Wissenschaften sagen, was genau bei diesem Vorgang mit der Materie passiert. Und können auch vorhersagen, wie es unter diesen und jenen Umständen enden wird. Aber die endgültige Frage bleibt offen, nämlich die Frage nach der Zweckursache. Die Naturwissenschaften beantworten die Wie-Frage nicht, aber wie gesagt, die Fragen, die um den letzten Sinn handeln. Vielleicht koche ich für mich selbst, vielleicht für meine Kinder, vielleicht um etwas an den Nachbarn zu verschenken. Die Wissenschaft ist unfähig, Fragen zu beantworten wie, warum entstand das Leben? Wozu sind wir alle hier? Welchen Sinn hat das Leben? Wie dem auch sei, die Beziehung zwischen der Aqida und dem Iman ist äußerst eklatant. Beide bilden ein eng geflochtenes Gewebe. Allah Ta'ala lobt zum Beispiel die Mu'minun in der Aussage, den Gläubigen wird es recht wohl ergehen, und beschreibt sie, jene verfahren nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn und ihnen wird es wohl ergehen. Und er verspricht ihnen das Paradies in seiner Aussage, das sind die Erben, die das Paradies erben werden, ewig werden sie darin bleiben. Der Iman, den Allah Ta'ala lobt, besteht nicht nur aus Glauben und Überzeugungen im Herzen. Ja, der Glaube ist im Herzen und er ist der Grundstein, aber der Iman, nachdem er sich im Herzen verankert, äußert er sich in der Sprache und in den Handlungen des Menschen. Eine Aqida, die nicht durch Taten zum Leben erweckt wird, ist eine leere Hülle. Einfach nur eine leere Hülle. Man sollte das nicht einmal Aqida oder Iman bezeichnen. Möglicherweise ist sie auch nutzlos, wenn es überhaupt keine Handlungen gibt. Haben dem Pharao seine Überzeugungen etwas genutzt? Musa spricht davon, dass er überzeugt war. Er sagte, du weißt ja, niemand außer dem Herrn der Himmel und der Erde hat diese als einsichtbringende Zeichen herabgesandt. Und ich glaube für wahr, O Pharao, dass du der Vernichtung verfallen bist. Über einige Schriftbesitzer sagt Allah Ta'ala, diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen ihn, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Und schau dir diesen Mann an, der den Propheten mit seiner gesamten Macht und Kraft schützte, ihn verteidigte und ihm half, soweit, dass er sich sein eigenes Volk zum Feind nehmen musste. Abu Talib, der Onkel des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, Al-Bukhari Muslim überliefern, dass Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ein anderer Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, er fragte, hast du Abu Talib etwas genützt? Er schützte dich und zürnte deinen Feinden. Er sagte, ja, seine Peinigung wurde gelindert. Wäre nicht ich, wäre er im tiefsten Tief der Hölle. Abu Talib ist der Mann, der folgende Worte sagte. Er sagte, ich weiß, dass die Religion Mohammeds von den vortrefflichsten Religionen ist. Wäre da nicht die Furcht vor Schmähung und Schimpf, hätte ich mich ihr ergeben. Wisst ihr aber, was paradox ist an der Sache? Abu Talib hat in der Verteidigung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam wahrscheinlich mehr getan und ertragen, als wir es gemeinsam getan haben. Mehr geopfert und gegeben, als wir es vielleicht alle gemeinsam getan haben. Die Männer des Adels kamen zu Abu Talib und sagten, Abu Talib, der Sohn deines Bruders hat unsere Götter beschimpft, unsere Religion geschmäht, unsere Tugenden lächerlich gemacht und unsere Väter des Irrtums bezichtigt. Entweder du sorgst dafür, dass er aufhört, oder du lässt uns freie Hand gegen ihn. Du stehst doch ebenso im Gegensatz zu ihm wie wir. Und wir werden dich von ihm erlösen. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam weitermachte und nicht aufhörte, kamen sie erneut zu ihm und sagten, entweder du bringst ihn dazu, dass er uns nicht mehr behelligt, oder wir werden gegen euch beide kämpfen, bis eine der Parteien untergeht. Abu Talib geht zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam
und sagt: O Sohn meines Bruders, die Vertreter deines Stammes waren bei mir und haben so und so gesagt. Verschone uns und bürde mir nicht auf, was ich nicht tragen kann. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: O Onkel, bei Allah, selbst wenn sie mir die Sonne in meine rechte und den Mond in meine linke legen würden, um mich davon abzubringen, bevor Allah dem Islam nicht zum Sieg verhilft oder ich zugrunde gehe, werde ich nicht davon ablassen. Abu Talib sah die Entschlossenheit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagte zu ihm: Gehe hin und verkünde, was du willst, ich werde dich nicht preisgeben. Anschließend verfassten die Kuffar eine Boykotturkunde und kesselten Abu Talib und die Banu Hashim und Muttalib, die Gläubigen und die Ungläubigen unter ihnen, sie kesselten sie ein. Fast 3 Jahre haben sie in miserablen Zuständen verbracht. Sie ernährten sich von Blättern und Unkraut und alles Mögliche, was sie finden konnten. All dies hat Abu Talib durchgemacht, aber hat es ihnen etwas gebracht? Darum müssen wir 2 Dinge festhalten. A. Der Iman besteht aus Überzeugungen und Glaubenssätzen im Herzen. B. Er muss durch Handlungen, die von den Gliedmaßen ausgeführt werden, bestätigt werden. Fehlt eines von beiden, fällt der Iman in sich zusammen. اللهم اغفر لنا تفريطنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا تفريطنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم لا تجعلنا ضالين ولا مضلين اللهم أصلح شؤون المسلمين في العالمين اللهم لا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق لهم راية اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين اللهم أتمم عليهم نعمتك وردهم إلى دينك ردا جميلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.